So, wir beginnen jetzt mit dem sozusagen zweiten Varianten, mit der gleichen Rezeptur, aber halt dieser einfach für den Unterschied im Geschmack wichtigen Variante in der Zubereitung. Der Tom Collins oder John Collins wird im Gästeglas zubereitet. Er wird mit Crushed Ice gerührt, auf Crushed Ice gerührt. Direkt im Gästeglas. Das ist das Allerwichtigste. So, wir haben schon mal das Eis. Die Zutat. Gin, ganz wesentlich. Wir haben den Zitronensaft. Und wir haben wieder den Zucker. So. Was wir jetzt machen, und was nachher sozusagen das Schöne ist, wir rühren, bis es sich schön aufgelöst hat. Dann sieht man irgendwann, dass das Glas sich beschlägt und dass sich das immer besser sozusagen löst. Was wir erlangen durch diese an sich suboptimale Form der Zubereitung ist, dass man nachher im Geschmack eine klare Trennung zwischen Säure, Süße und alkoholischer Note eigentlich hat. Ist das Allerwichtigste. Also während ein Gin Fizz in sich sozusagen ein Gespräch, Getränk darstellt, was als solches bei uns vorhin also übereinstimmt von allen, geschmacklich als sehr harmonisch ausgewogen und fast überhaupt nicht alkoholisch wahrnehmbar. Erfrischend. Durchaus lecker, ohne Frage, aber man hat den Alkohol gar nicht geschmeckt. Also ein gefährliches Getränk eigentlich. Wenn man sich überlegt, er ist für den Sommernachmittag perfekt, war es trotzdem sozusagen eigentlich nachteilig, dass man eben diese Warnung des klaren Alkoholgeschmacks gar nicht hatte. So, wenn man sich jetzt überlegt, man hat eben dann eine klarere Trennung, ist es vielleicht nicht das Getränk für jedermann, aber ein Getränk für jemanden, der durchaus Geschmack und Spaß an gutem Geschmack hat. Was jetzt wichtig ist, nochmal, ich hatte mal gesagt, Tom Collins oder John Collins. Old Tom Gin war früher die sozusagen verrufene und billige Variante des gesüßten Gins. Und das Süßen war dazu wesentlich notwendig, um über die Unzulänglichkeiten bei der Destillation hinwegzutäuschen. Dieser von den Massen konsumierte und zu Zeiten der Industrialisierung in England zu verheerenden gesundheitlichen Bevölkerungen sozusagen schon fast auslöschenden, zu Demenz führenden Einschränkungen und irgendwann halt auch die Arbeitsschaft einschränkende Gin-Form führte auch zu einem Verbot von Gin und natürlich auch irgendwann zur Verbesserung von den Gin-Sorten. Deswegen gab es auch den London Dry Gin. Und dieser bessere und hochwertigere und sauber gebrannte Variante des Gins ist nachher halt nicht mehr ein Old Tom Gin gewesen, sondern der London Dry Gin. London Dry Gin ist keine geografische Bezeichnung, sondern ist eine sozusagen Bezeichnung für die Form der Herstellung. Deswegen kann er überall gemacht werden. So, jetzt haben wir einen Tom Collins, beziehungsweise einen John Collins, weil wir einen London Dry Gin benutzt haben. Cheers.